Mittelgesichtsstraffung. Gegen den Verlust des subjektiven Schönheitsgefühls kann ein Facelift helfen. Ein Facelift ist ein chirurgischer Eingriff zur Entfernung von überschießendem Gewebe und Glättung der Hautfalten im oberen, mittleren und unteren Gesichtsbereich. Dabei kann die Straffung der Stirn, der Lid und der Wangenfalten in minimalinvasiver Schlüssellochtechnik durchgeführt werden. Im Rahmen dieser Technik arbeitet der Chirurg unter der Haut und hinterlässt somit keine sichtbaren Gesichtsnarben. Bei einer Gesichtsstraffung werden die Zugänge zu den Unterhautgewebe des Gesichts über kleine Inzisionen hinter der Haarwuchslinie ermöglicht. Über die mittlere Inzision wird eine Videokamera eingeführt. Über die seitlichen Schnitte führt man Instrumente ein, die zur Trennung des weichen Gewebes von Knochen nötig sind. Für die Mittelgesichtsstraffung ist nicht nur die Trennung des Weichteilgewebes im Stirn- und im Jochbeinbereich nötig, sondern auch eine Präparierung des Jochbeingewebes über einen kleinen Schnitt zwischen der Oberlippe und dem Oberkiefer. Dank diesem zusätzlichen Zugang kann der Chirurg das Jochbeingewebe annähen und es durch die Straffung des Nahtmaterials liften. Anschließend werden die Nähte jeweils im Bereich des seitlichen Zuganges fixiert. Zuletzt verschließt der Chirurg die Inzisionen hinter der Haarwuchslinie, die als Zugänge gedient haben. Dadurch bleiben die kleinen Narben durch die Haare verdeckt. Außerdem sind die Patienten schon am nächsten Tag auf den Beinen. Die Entlassung erfolgt in der Regel am zweiten postoperativen Tag.